Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Sorgen gab es in Baden-Württemberg auch entlang der Donau. In Ulm erwarten die Behörden aber kein extremes Hochwasser mehr. Noch am Abend soll dort der Pegelstand allmählich wieder sinken. Ja, und dort steht Martin Mietschnick für uns. Ja, man glaubt's. Wie ist die Lage an der Donau zur Stunde? Man mag es kaum glauben angesichts des reißenden Stroms, der da hinter mir entlangfließt und der normalerweise nur ein Drittel so breit ist. Die Donau, die jetzt auch im Augenblick sehr viel Wasser von der Iller mit sich führt, die aus Bayern kommt. Aber das soll es eigentlich gewesen sein. In diesen Momenten soll es eigentlich der Scheitelpunkt erreicht sein, also der höchste Stand, den die Donau hat. Und dann soll es wieder zurückgehen und dann kann man eigentlich sagen, man ist hier in Ulm zumindest mal mit einem blauen Auge davon gekommen. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass man hier sehr viele Sicherungsmaßnahmen in den letzten Jahren gemacht hat, nach einem großen Hochwasser 1999. Dort wurden sehr viele Spundwände eingebaut, transportable, die jetzt sehr schnell aufgebaut worden sind in den vergangenen Tagen. Teilweise sind Krankenhäuser damit eingekastelt worden, regelrecht. Teilweise ein großes Freizeitbad, was dann als Insel jetzt mittlerweile dasteht. Die Maßnahmen haben Erfolg gezeigt und der Blick nach oben ist es natürlich, wo man sagt, hoffentlich hört es auf zu regnen und dann werden die Pegelstände auch wieder sinken. Aus Ulm war das Martin Mietschnick. Vielen Dank.